haben Donnerstagmorgen 6.40 Uhr. Ich fahre gerade bei uns den Hof raus. Hab kein Licht an, hab kein Rundumlicht an. Auf jeden Fall habe ich jetzt so wieder unseren R934 geladen. Geht raus nach Lambertheim. Danach fahre ich in die Vogelweh. Lade unseren R946. Und der geht dann nach Darmstadt in die TU. Selbe Fahrzeug steht schon wieder Richtung Vorne. Ist dann, also Arschgeige blöde. Wenn noch nichts passiert, geh mal schnell das Tor aufmachen. Mal gucken, ob ich vorwärts hier reinkomme. Mit dem 35-Tonnen-Bagger dahinter drauf, dorthin. Ich weiß nicht, ob ich mir das antun muss heute Morgen.
über die A6, A67 Lorsch runter, rüber auf die A5 schicken, aber ich werde über Mainz fahren. Es geht. Da soll ich reinfahren. Sieht, aber von hier ist nicht, da bin ich wohl eine zu früh abgebogen. Gucken, dass ich hier wieder rauskomme.
schlechter als erwartet.
Frankfurt ist hier. Okay.
So, war jetzt eben fertig mit Laden, mit Abladen. Und gehe an die Kamera und die Kamera war aus. Ja. Durch Engelbad Altebahn gemacht.
Kürzenbacker entladen. Jetzt fahre ich zurück auf den Hof. Denke ich werde umsatteln. Ich fahre jetzt nach Fürfeld rüber bei Bad Kreuznach. Da darf ich leider auch wieder nicht filmen drin. Das ist ein Tanklager von der Uhr. Hier habe ich ein Bild von Google Maps gemacht. In diesem Tanklager, an dieser großen Halle, die man da sehen konnte, habe ich dann ein Betonteil geladen. Das war ca. 9 Meter lang, 2,70 Meter breit, hat ungefähr 22 Tonnen gewogen. Das habe ich da dann geladen, das haben wir mit unserem Autokran verladen und es ging dann rüber auf unser Lagerplatz in Sembach. Aufnahmen gibt es davon leider keine. Ansonsten habe ich an diesem Freitagnachmittag auch nichts mehr gefahren. Ja, und deshalb werde ich diese Folge hier beenden. Bin bei 41 Minuten, das ist Rekord. Würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet und mich herzlich bedanken fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß dabei. Und dann bis zu dieser nächsten Folge. Vielen Dank. Haut rein. Bleibt gesund. Ciao.